Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Euro Truck Simulator hier auf ZwergTube. Ich grüße euch. Ja, wir fahren unserem Kumpel hier immer noch ganz eifrig hinterher. Da kommt die Polizei. Die können uns gar nichts, wir sind eh viel langsamer als wir dürften. Ja, und es ist jetzt, ich weiß gar nicht wie spät es ist, es ist doch halb, kurz vor 1. 1 Uhr nachts. Irgendwo in Polen. Ja, da sind wir unterwegs. Das ist unser Leben gerade. Kreuzen dem Kumpel hier hinterher. Der wird auch manchmal ein bisschen schnell und dann bremst er wieder wie ein Irrer. Also ich halte da Abstand. Das ist, glaube ich, immer das Geschickteste, was man machen kann, wenn man einen vor sich hat, der nicht berechenbar ist. Die Schlange, die wir hinter uns herziehen, die ist auch mittlerweile sehr beachtlich. Ich persönlich würde hier eher 75 fahren als 65, aber man steckt halt manchmal nicht drin. Ne? Weil du denkst, er gibt gerade Gas, dann kommt die nächste Kurve und dann will er nicht mehr. Im schlimmsten Fall bremst er wirklich eiskalt auf 50 runter. Gut, kann ich irgendwo nachvollziehen. Erste Folge, wer sie nicht verpasst hat, kann sie sich gerne nochmal anschauen. Da habe ich auch gerne mal runtergebremst, wo ich hätte Gas geben wollen heute. Ist, glaube ich, ein guter Wert bei dem hier. Ich weiß nicht, gibt es LKW-Fahrer unter euch, die sagen, Mensch, genau solche Leute kenne ich. Ja, die fahren dann wirklich eiskalt mit 50, 60 an einer Stelle, wo man 70 dürfte. Ja, und ihr würdet sagen, das ist doch völlig Banane. Der kann doch, auf der Strecke kann er 30 km/h schneller fahren und es wäre kein Problem, wenn es nicht erlaubt ist, aber man könnte ja. Gibt es sowas? Ich denke schon, oder? Das ist ja auch völlig normal. Ich meine, nicht jeder Autofahrer ist, sagen wir mal, dem Fahren mächtig. Oh, hier kommt eine Baustelle. Mit einer Ampel. Baustelle mit einer Ampel. Auch sehr beeindruckend. Auch schön. Gleich mal Fotos machen. Hey, was willst du sonst machen, ne? Außer Fotos. Überall müssen Fotos hin. Sehr schön. Gucken wir mal, wie lange es dauert, bis der hier ankommt, der Meister. Es geht weiter, Mensch. Ich habe mal kurz auf mein Handy hier drüben geguckt, ja. Fast übersehen, dass es weitergeht. Ich lebe das Truckerleben hier. Auch vom PC. Was schade, dass die Baustellen immer nur so kurz sind. Ich hätte auch gerne mal wirklich so eine Wanderbaustelle, so 20 Kilometer Baustelle, kurz vor Marseille oder sowas. Das hätte ich gerne mal. Langsam los. Der braucht immer ein bisschen mehr als Zeit als ich, um zu beschleunigen. Wenn er denn mal beschleunigt. Er biegt ab. Danke mir. So, und auf geht's. Machen wir die 70 rein, ha? Huh? Wenn wir hier deutlich schneller fahren könnten. Oh, 75 sollte drin sein. Darf es natürlich niemandem erzählen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Den Blitzerchecker an. Der wird jetzt gleich uns anblinken, vermute ich. Gucken wir mal. Macht das? Jo. Danke. So. Autos hinter uns mögen das natürlich auch nicht, aber ey, immerhin 75 anstatt vorher die 65, 60 runter. Da ist das ja deutlich angenehmer hier, was wir hier zusammenfahren.
glaube, es ist auch gar nicht mehr so viel hinter uns los. Das eine noch. Ich weiß, 75 ist jetzt keine 100, aber ist besser als nichts. So, kommt einer. Wollen wir natürlich nicht blenden, den Kumpel. Meine Lieben, ich bin mal gespannt. Ich habe eine Frage an euch für diese Folge. Und zwar, wie findet ihr ganz persönlich Euro Truck Simulator? Seid ihr richtige Fans der Reihe? Mögt ihr das Game? Sagt ihr euch, ja, ich schaue es mal an, weil du es gerade zeigst? Oder was ist eure Intention? Spielt ihr selber immer noch ganz begeistert, nach Jahren vielleicht sogar? Oder seid ihr da eher so... Die sagen, nö, ich schaue das gerne zu, aber ich spiele es eher nicht gerne, weil ich vielleicht nicht das passende Equipment dafür habe. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das Spiel, wie gesagt, mit Maus und Tastatur nicht zu spielen. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Lässt er mich? Der lässt mich. Ist ja nett. Hat den Sprithänger gesehen und hat gedacht, Mensch, da kommt Benzin. Ja. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Manche spielen das Spiel wahnsinnig gerne, manche spielen es auch wirklich mit Maus und Tastatur und zwar recht begeistert. Manche spielen es mit Lenkrad, so wie ich jetzt gerade, habe ich ja auch erst, oder habe ich ja auch nicht von einfach so. Ich habe ja das Spiel erst angefangen, wo ich ein Lenkrad hatte, weil ich mir gedacht habe, dass so eine gute Idee ist, ohne Lenkrad das zu spielen. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, seit ich das Lenkrad habe, genieße ich dieses Spiel wahnsinnig. Und ja, ich denke, euch geht es wahrscheinlich ähnlich, oder? 80, yay! Let the beat drop. Ja, nee, also ich persönlich, wie gesagt, bin... Seit ich mein Lenkrad habe, ein absoluter Euro-Truck-Fan, vor allen Dingen, weil ich es euch halt auch zeigen darf und weil es halt auch so super entspannt und gemütlich ist. Also ich meine, ne, was gibt es Entspannenderes als eine Runde Euro-Truck? Das ist ja wirklich so das Nonplusultra der Gemütlichkeit. Mag vielleicht den einen oder anderen geben, der das vielleicht langweilig finden mag. Ich persönlich bin da eher... entspannt. Und finde das einfach nur total chillig. Auch ohne Musik mal. Ja, mach mal aus. Ist auch okay. Könnt ihr eigentlich dann nicht anmachen, ist ja jetzt wurscht. Es geht ja jetzt eh gleich auf Tag zu. Hier wieder. Schauen wir mal. Sollten wir hier, sagt er uns, nach links rüber. Das bereite ich gleich mal vor. Navi, ich liebe dieses eingebaute Navi. Das ist so schön groß, dass du auch wirklich siehst, was der von dir eigentlich will. Hör ich doch was. Können wir das Fernlicht, glaube ich, ausschalten, damit wir mehr Ambiente kriegen. Nicht abfahren.
links rüber. Warschau! Na, schau doch an. Unser erster Aufenthalt hier. Gut. Okay. Dann müssen wir jetzt hier rüber. Und das wollen alle anderen hier scheinbar auch. Versuch gerade Gas zu geben, aber ist gar nicht so einfach. Aus dem Stehenden. So. Okay, und jetzt sind wir fast da, meine Lieben. Wir haben es fast geschafft. Yay! Ah. Gucken wir, was wir hier noch entdecken. Jetzt geht's, wie gesagt, sehr, sehr schnell auf tags zu. Wir nähern uns 4 Uhr morgens. Ist dann schon langsam so, der erste Sonnenstrahl des Tages kommt dann schon langsam rein. Hui, da ist auch noch mal einer, ziemlich schnell. So, wir wollen hier direkt abgeben. Gucken wir mal, wie blöd ich mich diesmal anstelle. Oh, Mensch, das ist ja sensationell. Ist ja fast herzallerliebst. Wahnsinn. So. Wobei unser Kutter hier auch ganz schön lang ist, muss man auch sagen. So. Ganz kurzer Blick riskiert. Gerade hinter sollten wir möglichst einen leichten Spin kriegen. In die andere Richtung. Das war nix. Das war zu weit. Aber gut, jetzt drückt man mal so rein, dass er ungefähr da drinnen hängt. Und jetzt fahre ich, jetzt ziehe ich ihn mal raus. So. Und zwar gerade. Und rein damit. Nicht ganz, ne? Okay. Und rum ums Eck, komm. Und jetzt noch ein bisschen gerade. Jetzt aus dem Winkel könnten wir es mal probieren. Nee. So vielleicht. Könnt vielleicht sogar hinhauen. Yes! Nicht hübsch, dafür aber unfassbar selten. Aber immerhin geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt und gute Arbeit nur. Ja, den Schaden, der hat uns ein bisschen was gekostet. Aber dafür immerhin 23.000 mal eingefahren. Jetzt gucke ich mal gerade. Dein Guthaben, 114.000. Was sagen eigentlich unsere Jungs hier gerade? Fahrermanager. Gucken wir uns den Adler mal an. Profit am Tag fährt der uns aktuell 1.300 ein. Ich habe den mal auf Fernfahrten umgestellt. Das haben sich viele von euch gewünscht gehabt. Der entwickelt sich jetzt auch, der Adam. Ja? Der fährt momentan, kostet ein bisschen was. Und die Lieferung gibt dann auch noch mal ein bisschen was. Das Fahrtenbuch. Momentan fährt er Tag 17. Tomaten nach, von Ancona nach Pescara, 181 Kilometer, Profit irgendwas. Tag 19, Druckbehälter, ja, so viel fährt der nicht. Ja, er fährt immer nur saukurze Strecken, dafür, dass er eigentlich Fernfahrten fahren sollte, mit 1,7 bewertet.
fährt unseren Volvo FH16 Classic Sleeper. In Ancona ist er sitzt da gerade, Produktivität ist noch keine ermittelbar. Aber Auftragsfahrt, Stoßdämpfer, Ancona nach Napoli endet in einer Stunde. Durchschnittlicher Profit, na gut, kannst du jetzt eigentlich nicht meckern bei dem. Der muss noch ein bisschen, der ist noch nicht gut. Na, wir sind mit 5 bewertet, wir sind nicht besser, also schon besser, aber unsere Produktivität ist halt einfach länger messbar. Mal gucken, wie es dem geht. So ein bisschen, der hat erst angefangen bei uns. Und der LKW-Manager, schauen wir mal schnell. Da haben wir hier den Volvo Classic, der ist auf der Straße gerade. Fahrer Adam, zurückgelegte Strecke, 11.000, fast 12.000 Kilometer hat der schon auf dem Buckel. Wir haben 1.800 Kilometer auf dem Kerbholz mit unserem Mercedes-Benz New Actros, 850 PS aktuell das Ding. Biestig, ganz schön biestig. Wir sind auf der Straße, täglicher Profit ist ordentlich. Der ist mega ordentlich gewesen, aber der wird jetzt natürlich sinken, während unserer steigt. Genau, die Garage in Nürnberg können wir uns mal angucken. Die könnten wir eines Tages aufrüsten und zwar für, du hast nicht genug Geld. Ja, ich glaube, das kostet uns 200.000, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder? Sollte so viel Einkommen in der Woche bringen. Die Leiste zeigt dir wieder gut, ja, 16.000. Ancona selber macht einen Tausender Gewinn. Da haben wir aber noch 2 Fahrerplatz. Das heißt, wir sollten hier noch nicht aufrüsten. Ach so, da haben wir es ja. Dieses Maximum schon tatsächlich. Aber ich würde gerne mal sehen, was das kostet. Da könnte man auch eine Schnellreise hinmachen, will ich aber nicht. Das ist später interessant, um Schnellreisen hier hin und her zu machen. Okay, dann lass uns mal ganz kurz gucken. Der LKW-Händler. Ich wollte nämlich mal gucken, ob wir mittlerweile schon einen... Wir haben jetzt aktuell, fahren wir einen Mercedes. Viele haben geschrieben, schau dir doch mal MAN an. Die haben doch auch schöne Dinger. Und ein... bevor du mindestens 5 LKWs besitzt. Okay, können wir online kaufen. Ja, ich möchte mal anschauen. Mal so ein MAN-Geschichten mal so durchschauen, weil da gibt es ja auch richtig gute Dinger. Aber selbst der beste von denen, ab Level 16 verfügbar, der TGX ist das, der kostet Listenpreis fast 200.000. Das wäre für uns kein Problem. Wobei ich persönlich würde dann eher den hier nehmen. Schaut auch nicht schlecht aus, das Ding. Gut, ob wir den jetzt wirklich kaufen, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Also das ist jetzt wirklich einfach nur eine Idee, die ich habe. Auch mal in andere Fahrzeuge reinzugucken. DAF-Händler haben wir noch überhaupt keinen entdeckt, ne? Da müssen wir auch unbedingt mal gucken. Aber das machen wir noch nicht heute. Das machen wir irgendwann mal. Und zwar bei der nächsten Folge oder übernächsten. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch richtig gut gehen. Ich wünsche euch was. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder sehen oder hören. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.